Und damit und herzlich willkommen zur 133. Folge des Command Conquer 1 Alarmstufe Rot Let's Plays, wo wir in der zweiten Mission des ersten Addons sind, wo ich letzte Folge ja keinen Sound mehr hatte und irgendwie das Bedürfnis hatte, das Spiel mal neu zu starten. Was wir jetzt getan haben, wir machen diese Folge eine Minute länger, damit wir die Minute von letzter Folge aufhören. Und ich habe tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, es ist euch eh egal, ich habe den Stecker rausgezogen. Oh mein Gott, meine Kernbehinderung ist manchmal so heftig. So, das Ding da weg. So. Der da muss weg. Leben eigentlich? Die leben noch, okay. So, ich habe jetzt das kleine Problem, dass die schon von hinten kommen. Ich noch nach vorne muss. Wir werden das hier mal zerstören. Ich weiß immer noch nicht, wo ich genau hin muss. Das wisst ihr aber sehr wahrscheinlich schon. Von daher brauche ich das nicht weiter jetzt erneut ausführen. Die schicken wir nach oben. Hier ist noch Luft. Weiter geht's. Speichern nochmal. Ich habe übrigens auch aktuell keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwie aus Versehen den kleinen Sprung drin hatte. Bei der letzten Folge. Ich war etwas irritiert, dass ich keinen Sound mehr hatte und hatte auch dann nicht vernünftig gespeichert. So, wir kriegen nochmal Verstärkung. Wo? Ich habe zwar gehört, dass Verstärkungen eingetroffen sind. Ja, bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. Aber denkt ihr, ich sehe wo? Den hätte ich viel früher retten müssen. Ach, da unten landen die gerade. Perfekt. Alles klar. Dann. Weg. Damit. Und ich glaube, den hätte ich früher retten müssen. Ach, ich glaube, die Atombombe. Ah, die habe ich falsch eingesetzt. Die hätte ich nicht verlieren dürfen. Mal gucken. Aber. Ich denke, dass da meine Meinung schon recht richtig ist. Ey, wir haben ja nichts mehr hier. Wie soll ich denn das noch schaffen? Also die Mission ist ja quasi schon wieder gescheitert. Okay, ich sage euch so, wie es ist. Wir probieren diese Mission einmal auf leicht. Weil diese Art von Mission ist eh nicht meins. Das wisst ihr, denke ich, schon. Und ja, wie soll ich das hier schaffen, wenn ich... Ja... keine Ahnung habe, was ich machen soll. Jawohl. Sehr gern. Wenn wir hätte ich die Atombombe hätte ich aufheben sollen, vermutlich. Ja, so. Wir starten die Mission einmal neu. Einsatz abbrechen, Neustart. Ne, nicht so neu starten. Einsatz abbrechen. Gefechtsführung beendet. Neue Einsätze. Der hier ist das. Und dann einmal auf leicht. Verstärkungen sind eingetroffen. So. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir das jetzt hinkriegen. Melde mich wie befohlen. Ich habe schon wieder Geräusche gehört und weiß nicht, woher sie gekommen sind. Egal. Bestätigt. Bestätigt. Nicht wundern, dass es jetzt so leicht ruckelt. Das kommt euch nur so vor. Das liegt daran, dass das Spiel auf diesen Schwierigkeitsgrad langsamer läuft. Das ist einer der Bedingungen, warum es leichter ist. Es läuft halt langsamer.
Das sieht jetzt so ein bisschen aus wie Ruckeln, aber ja, wir werden das jetzt für eine Mission, werden wir das überleben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir sogar... dadurch es leichter haben? Die absolute Katastrophe, ich sehe das schon wieder kommen. Auf geht's hier unten weiter. Ich weiß halt auch nicht, wann es sich lohnt, hier zu speichern und wann nicht, ne? Hier lang, glaube ich, ja. Lass mal ins Wasser. Ja, wie bereits erwähnt, die absolute Katastrophe. Du einmal dahin. STRG-2. Hier kommt mit zur 1. Und dann probieren wir unser Glück. Weiter geht's. Speichern hier einmal an der Stelle. Hier auch mit zur 1 und go. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo die beste Stelle wäre, um die Atombombe hochzujagen. Sehr gern. In Ordnung, jawohl. Wie war hier der Trick? Muss ich hier drüber fahren? In Ordnung. Ja. So. Einmal dahin. Du fährst dorthin. Ihr seid die 3, ihr lauft dahin. So, jetzt habe ich das Ziel, dass ich wieder die Hubschrauber wegbekomme irgendwie. Und ich habe übrigens wieder die Meldung bekommen, Verstärkungen sind eingetroffen und ich sehe noch nicht wo. Ich glaube, die landen hier gleich. Wenn ich denen jetzt hier sagen könnte, schießt nach da oben, da werden so viele Probleme gelöst. Aber das geht natürlich wieder nicht. Okay, dann schießt da drauf. Damit weiter. Jetzt wäre die Frage, wann der Hubschrauber das nächste Mal kommt. Bleiben mal hier stehen kurz. Ich hoffe, dass ich die Hubschrauber wegsnacken kann. Da kommt er. Da drauf, go go. Und hier wäre jetzt die interessante Frage. Ja, Sir. In Ordnung. Habe ich beide Hubschrauber gerade schon erwischt oder fehlt noch einer? In
Wir fahren hier lang, scheiß drauf. Wir holen auch die beiden gleich nach. Erstmal können wir das hier vernichten. Weiß nicht, was diese Dinger hier für eine Bedeutung haben. Außer, dass da Geld drin ist. Aber für was ich das Geld brauche, was ich da drin bekomme, weiß ich nicht. So, einmal hier snacken und weiter geht's. Dahin. Hier drüben stellen wir auch gleich die 2 und die 3 hin. Weil die kommen ja auch schon von hier hinten. Dann speichern wir am besten an der Stelle gleich nochmal. So. So, die machen sich auch auf den Weg. Dann geht es für mich hier oben weiter. In Ordnung. Sehr gern. Verstärkungen sind angekommen. Ja, Sir. Sofort. Was soll das hier jetzt? Jetzt ernsthaft, was soll das? Ja, Sir. Ja, Sir. Sofort. Ach komm, ich hab keinen Bock, mich um den zu kümmern. Ich habe übrigens keine Ahnung, für was diese Dinger genau gedacht sind. Was man die benutzen kann, was das Ziel ist. Ich bin da vollständig überfordert bei diesen Dingern. So, als nächstes machen wir die Tesla-Spule hier weg. Hier war, glaube ich, gerade noch... Genau, da ist noch ein Panzer. Euch zwei hole ich schon mal nach oben. Das hier oben machen wir platt. Wäre gerade interessant gewesen, wo ich gerade eine Einheit verloren habe. Das hat nicht euer Ernst. Einheit verloren. Beschisseneres Timing kann man mir nicht geben. Also nichts gegen die Verstärkung hier, aber wenn ihr mir Verstärkung gibt, die erstmal einen Hund frisst, was soll ich dann damit? So schnell bin ich auch nicht hier hinten. Ernsthaft, Game. Jetzt, really. Ich freue mich auch, dass ich hier auf diesem Feld wieder alles verliere. Ein wenig Schiss vor diesem Panzer. Es sieht übrigens überhaupt nicht besser aus als vorher, so gar nicht. So, jetzt schnappen wir uns hier dahin. Speichern noch einmal auf die 3. Aber wirklich so gar nicht besser. Also nicht mal so ein bisschen. Dachte mir schon, dass das passiert. Einsatz geladen. Muss ich bei denen auch noch aufpassen, dass der nicht über eine Mine fährt. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. 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 In Ordnung. Erwarte Ihre Befehle. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Ja, Sir. Passt. Erwarte Ihre Befehle. Ja, bestätigt. Bestätigt. Melde mich wie befohlen. Melde mich wie befohlen. Erwarte Ihre Befehle. Natürlich. Ja, Sir. Das schätze ich hier die große Preisfrage.
Wie mache ich jetzt die Bunker hier am besten platt? Weil so rein theoretisch würde man die Bunker ja mit den Panzern platt machen. Da drauf. Aber ob das den gewünschten Effekt hat, zweifle ich ein wenig. Soweit, so gut. Wir haben mehr Einheiten, als wir bisher jemals hier hintergebracht haben. Hier hinten weiß ich jetzt auch nicht genau, was der beste Weg ist, wo ich genau hin soll, muss, darf, kann. Also ob es sinnvoll ist, nach hier unten zu fahren oder nach oben. Wir gucken einfach mal nach. Speichern auf die 5. Was gibt's hier unten? Hauptsache, du verrätst mir ganz, ganz wenig. Weil Sicht wäre ja hilfreich. Da kann ich, den kann ich auch nicht mitnehmen, der ist ja auch low. Hörst doch, wir erkunden mit dem hier unten, was hier ist. Ist hier die Mauer? Die Mauer. Die Brücke? Es ist leider so null hilfreich, was ich hier gerade mache. Dann gehe ich mal gucken, was hier ist. Mit dem Fahrzeug. Ach, die können reparieren. Ich glaube, jetzt habe ich verstanden, wie die Mission zu handeln ist. Okay. Gut, was gibt's hier hinten? Also hier wäre es definitiv sinnvoller gewesen, hier, das Gebäude hier früher und anders reinzukriegen. Das Gebäude. Das Ding hier vielleicht in die Luft zu jagen. Ich schieße da jetzt einfach mal drauf und hoffe, dass ich es kaputt kriege. Ist weg. Gut. Verstärkungen sind eingetroffen. Zeit läuft. Einsatz geladen. Frage hat sich geklärt. Da sammeln, da sammeln. Wenn ich gewusst hätte, dass die Einheiten hier reparieren können, dass es eine Möglichkeit gibt, Fahrzeuge zu reparieren, hätte ich das ganz anders gemacht. Aber gut, okay. Egal. Du fährst rein in die Basis. Warum fährst du davon? Ach, egal. So. Speichern. Aktuell 6. Du fährst hier rein. Gehst bitte hoch, bevor etwas Schlimmes passiert. Gehst du bitte schon an der richtigen Stelle hoch. Okay. Passte. Und ich denke, jetzt ist auch klar, was das Ziel ist. Das Ziel ist es, die Chronosphäre einzunehmen. Mit denen hier. Das ist der RG4. Aber da habe ich noch ein bisschen meine Zweifel, dass ich das jetzt schaffe.
doch ein paar wenig Einheiten auf der Halte gerade. Hier ein Loch rein? Ist da schon eins? Da brauche ich ein Loch. Dort. Ihr schießt da drauf. Ihr lauft zur Chronosphäre. Macht das Loch fertig. Und rein da. Ich weiß nicht, ob das das Ziel ist, ich hoffe. Einsatz fehlgeschlagen. Okay, wir gehen einmal die nächste Folge. Ich glaube, man bekommt mit, mein Bock hält sich in Grenzen. Also, wir gehen einmal die nächste Folge. Dass hier die 132 fehlt, ist klar. Ich habe ja aus Versehen nicht gespeichert. Nächste Folge probiere ich mein Glück hier anders. Und schau, dass es wieder vielleicht Spaß macht. Aber es ist eine Kack-Singleplayer-Mission. Es kann sein, dass ich nur mal von vorne spielen muss und alles einmal reparieren muss, sobald ich es habe. Aber gucken wir uns an, wenn es soweit ist. Ich bedanke mich jetzt erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, wenn ihr nicht beschreibt mir Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß und sag mal zum Schluss. Tschüss.